Ja, meine Graffitis habe ich jetzt nicht hier, aber also wirst du nicht finden online. Nee, aber tatsächlich arbeiten Tuju und ich mit jemandem zusammen, jetzt eine Graffiti-Doku macht. Und da werden wir vielleicht ein paar Sachen zeigen. Und vielleicht können wir auf der Website auch mal ein paar Graffitis von mir posten. Ich habe ja so Blackbooks mit Fotos ohne Ende, aber ist nichts online. So auf den, damit wegen real, weißt du, damit keiner sagt unreal oder so. Sonst muss ich noch 10.000 Euro spenden an irgendjemand, damit einer sagt, ich hatte was mit Hip-Hop zu tun oder Hip-Hop-Szene. Das kann ja nicht sein. Erstens habe ich keinen 10.000. Ey Leute, wir machen ein Spendenziel jetzt. 10.000, ich will das so spenden, damit Leute bloß wissen, ich bin was von Szene. Ich bin nicht mit der Szene, ich bin von Szene. Mach Graffiti Namus Giveaway mit Exclusive Tag. Ravi, es gibt keine Doku von Arafat. Das gibt's nicht. Es gibt wohl eine Doku, da gibt er ein Interview zu dem Thema, zu dem ganzen Scheiß. Aber so eine Arafat-Doku, so wie es eine Bushido-Doku gibt, gibt es nicht. Wird es nicht geben. Also, so viel ich weiß. Von der du jetzt wahrscheinlich sprichst, von der alle sprechen. Das mal zur Info. Champagne. Daran arbeiten wir. Aber wie soll man, man kann niemanden zwingen, mir was zu geben. Haben wir ja versucht. Ich habe ja 3 Jahre versucht. Ich habe ja 2 Jahre mit ProSieben auch Verhandlungen geführt. ProSieben, ProSieben Max, RTL. Ja, Eddie's wird es. Lass mal nicht aufregen. Ja, habe ich. Ich habe mit Arafat schon geredet. Mal geredet, ja. Nee. Also Octagon 007, ich frage K1 auf SB2. Wäre ein Schock für mich. Also, wir haben heute noch telefoniert und so. Nein, wer sagt sowas überhaupt? Ja, habe ich. Ja, klar, wer sich entschuldigt, da kann man auch verzeihen. Warum nicht? Wie hast du Model S und Porsche gekauft? Mit welchem Geld? Kommt so einfach Valley Broke, heißt der. Kommt in meinem Chat und fragt einfach so. Dann frag erst den Chat, bevor du mit mir redest. Komm erst an den Mods vorbei, bevor du mit mir redest. In deinem Namen steckt das Wort Broke, Mann. Da können wir leider nicht reden. Ich bin ein Porsche-Fahrer, Bro. Was quatschst du, Dibble? Hörst du nicht, was ich sage? Also noch einmal dazu und dann hör auf, mich zu nerven mit deiner Kacke. Wie kannst du Arafat vergeben, aber das für Bushido komplett ausschließen? Der eine hat sich entschuldigt, der andere hat mich weitergedisst. Immer, bist du dumm oder was? Der eine hat sich mehrmals entschuldigt. Wir haben ein Gespräch geführt. Alle haben sich entschuldigt aus seiner Seite. Der Bushido hat sich weder entschuldigt noch eine Hand gereicht. Er hat mich weiter beleidigt. Verstehst du diese Logik? Also, Bro, Bro, ganz ehrlich, verstehst du diese Logik? Nee. Was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt ihn bitten um eine Entschuldigung? Ist das, hey, hi Bro, wie geht's? Dings hier, Ruth, du weißt, du hast mich beleidigt, mir Schläger geschickt und so Dings. Entschuldige dich doch jetzt mal. Also, das braucht man doch dann auch nicht. Was ist das für eine Logik, Alter? Ja, wie oft noch? Ja, natürlich, hat er mir Leute geschickt. Was denkst du denn? Erfinde ich oder was? Jeder kennt auch die Leute, die er geschickt hat. Ja, mit Ali, wie gesagt, ganz okayes Verhältnis, also ganz normales Verhältnis. Der hat mir in der ganzen Stresssache mit Bushido, als ich den Stress hatte mit dem, hat er mir sogar geschrieben, dass er mit der ganzen Scheiße nichts zu tun hat und auch nichts zu tun haben will und so. Und das habe ich ihm auch geglaubt. Und ich kenne auch Freunde, die er kennt oder die ihn kennen, die auch immer gesagt haben, dass er sich auch mal eingesetzt hat für mich oder für Leute, zum Beispiel im Stress, im Backstage, der sagt, Lan, lass doch mal Ruse in Ruhe oder sowas. Das ist. So ein Spruch ist auch schon gefallen von ihm. Deswegen, ich habe immer gewusst oder das Gefühl gehabt, dass er korrekt ist. Also Hack ist Hack. Also der sagt einfach korrekt ist das. Wenn ich Scheiße baue, dann kann er das auch sagen. Aber ich habe da keinen Scheiß. Also ich habe den Streit nicht angefangen. Okay, auf jeden Fall. Deswegen, Ali ist echt einfach korrekt. Nein, Mann, so eine Hundestory mit Bushido, das ist ja Quatsch. Dass er mit seinen Hunden da was hatte, ey, geil, das ist schon Quatsch auch. Obwohl man weiß, ey, aber ja, es ist eigentlich Quatsch. Ja, auf jeden Fall. Also, Foxy hat eine sehr interessante Frage hier. Foxy sagt: Hey, Ruse Baby, hast du dich bei Was los oft zurückgehalten in deiner Meinung und deiner Äußerung? Du wirkst so offener. Und I love your personality, by the way. Erstmal vielen Dank dafür. Ja, auf
auf jeden Fall. Kann man ja so sagen. Ist ja auch normal so. Also ich sehe das nicht als schlimm, solange das nicht zu wild ist mit dem Zurückhalten. Weil schau mal, guck mal, ich sag's euch, wie es ist. Ich sag mal ganz ehrlich. Man muss oft downgraden. Es sind nicht die klügsten Personen in der Szene. Man muss voll oft downgraden. Man muss voll oft zurückstecken, weil die Rapper funktionieren, oder in der Szene, nicht Rapper, alle, funktionieren immer extrem, extrem Ego. Extrem sind die direkt auf 180. Da musst du ruhig bleiben, gechillt sein und nur so kannst du das Ding überleben. Sonst muss ich mich jede Woche ja streiten und abfacken. Aber ansonsten, ja, und meine Meinung zu einigen Themen habe ich immer zurückgehalten. Also habe ich nicht immer, aber habe ich manchmal, wollte ich gerade sagen, wenn ich es zurückgehalten habe, dann aus gutem Grund, so wollte ich das sagen. Um einfach vielleicht nicht zu viel Öl zu machen oder vielleicht habe ich gedacht, besser im Outro Stellung dazu beziehen. Ich habe ja immer versucht, im Intro und Outros dann doch meine Meinung zu sagen, denn sehr oft muss man sagen, wenn ich mit den Leuten gesprochen habe, habe immer versucht, auf Augenhöhe mit den Leuten zu sprechen, auch die zu verstehen. Ich versuche ja immer, weil ich interessiere mich ja für deren Geschichten, deswegen mache ich ja diese Talks und ich will deren Geschichten ja erzählen und so, aber muss mich ja schon auch abgrenzen dabei. Also das habe ich früher vielleicht nicht so krass gemacht, aber in den letzten Jahren habe ich das ja schon dann gelernt, wie man das auch macht, wo man trotzdem mit den Leuten cool bleibt, trotzdem auf Augenhöhe quatschen kann, aber auch sagen kann, okay, aber das, Gewalt, das, dies, das, habe ich ja beim Manuel-Interview nochmal auch gesagt und so, wie wisst es ja. Und die Intros und die Outros kann man immer gut nutzen, um da nochmal seine eigene, sagen wir mal, Meinung zu platzieren. Falls man sie in einem Interview vielleicht nicht so bringen konnte, weil, keine Ahnung, Situationen, der Gesprächsflow war vielleicht nicht da oder so. Es gibt es ja manchmal so. Das, also ja. Mary Jane schreibt, du bist Empathie sein Vater. Ja, ja, ist auf jeden Fall so. Muss ich sagen, es ist eine meiner Stärken, würde ich mal sagen, dass ich immer ganz gut immer mein Gegenüber verstehe. Manchmal verstehe ich mein Gegenüber auch. Das wurde mir oft vorgeworfen, dass ich das immer gut verstehen kann, was die meinen. Nicht, dass ich das machen würde oder gutheiße, aber ich verstehe oft, versuche zu verstehen oft, mich reinzufühlen. Das muss ich sagen, haben die Leute mal an mir gemocht, die Rapper. Oft haben die sich bei mir beschwert, dass andere oder auch Magazine oder auch die Boulevardblätter und auch größere Magazine und so, dass die immer nur über die reden, von oben. Und das fanden das immer gut, dass ich mal hingegangen bin und ein Gespräch gesucht habe und so, ja. Gut, da jetzt hören wir jetzt auf hier mit Selbstbeweihräucherung. Ja, in meinem Buch werden, in meinem Buch werden Namen genannt, natürlich. Wieso? Jalil-Interviews hast du nicht gerne gemacht? Wieso? Jalil ist einer von den Leuten, die ich sogar gerne mag. Ich mag ihn gerne. Er ist ein guter Typ, ist auch ein kluger Typ. Vielleicht auch einer der Gründe, weil er so ein korrekter Kopf ist, dass er, ich will jetzt nicht sagen Erfolg, Schwierigkeiten hat mit Erfolg, aber ja, ist es halt so, es bricht nicht durch, aber er geht halt nicht über Leichen, so habe ich das Gefühl. Ach, die Interviews, ne, es ist halt so ein Ding, ne, also wenn nur Rap zählen würde, Rap, Stimme und so, weißt du, ihr wisst selber, dann hätte man eine ganz andere Rangliste, aber es zählt halt alles mittlerweile. Vielleicht auch nicht mittlerweile, das war, glaube ich, immer schon so, muss ich auch dazu sagen, es war schon immer so. Die Story muss passen, das ist das Wichtigste, die Story muss passen. Sogenannte Image muss passen. Das Gefühl muss passen. Zur richtigen Zeit musst du kommen. Ja, und. Tausend Faktoren. Manchmal einfach auch, man kann das zusammenfassen mit das gewisse Etwas. Ja, ja, klar bringe ich das als Hörbuch. Ist ja klar, wenn ich ein Buch rausbringe, werde ich es hier vorlesen. Und auch mit euch zusammen können wir es zusammen machen, live komplett. Ich kann ja das Hörbuch, die Aufnahmen für Hörbuch ja live machen. Also dann müsst ihr damit leben, dass ich tausendmal neu ansetze. Aber dann habt ihr es als Erster gehört. Dann kommt es auf Spotify und Co. Also, Devil sagt, wenn du sagst, viele waren wirklich nicht sehr clever, wer hat dich überrascht positiv? Also dazu muss ich sagen, clever, das Wort will ich nicht sagen. Sind schon viele clever, auch clevere Manager. Die sind ja nicht gebildet. Die haben ja voll oft nicht Schule abgeschlossen. Aber das hat ja, also ne, du kannst ja nicht gebildet sein, aber trotzdem klug sein und einen guten IQ haben. Und oder vor allem muss man sagen, diese Leute, Street, sind da so Street Smart, kann man auch mit EQ, also emotionale Intelligenz, so. Das haben die schon, muss man sagen.
Deswegen, also, ne, versteh mich nicht falsch, die sind nicht dumm. Aber ich muss halt voll oft downgraden, weil ich einfach voll oft über einen Streit hinausschauen kann und die nicht. Voll in so einem Film, in so einem Tunnel. Und ich bin immer so, ich sehe immer das große Ganze und sag dann immer, Bro, aber. Ja, aber nein, guck mal, ja, Bro. So, auf dem Level meinte ich. Und ja, klar, gibt's auch richtig dumme, aber ist ja klar. Aber wo nicht? An meiner Uni gab es genauso viele Idioten, wo ich mir dachte, Alter, krass, Alter, der wird jetzt Arzt, Alter, das ist der größte Honk, den ich kenne. Das ist immer noch so. Aber ich muss sagen, wer mich richtig überrascht hat, wo ich gedacht habe, Mann, der ist klug, Alter, ne? Absolut gar keiner, kann ich so sagen, weil meine Einstellung war jetzt nicht so, dass ich mich mit jemandem getroffen habe und gedacht habe, der ist so behindert, und dann war der klug. Ich habe eh immer so eine sehr, ich denke immer, ich kann ganz gut die Leute einschätzen.